Hey Lieben, in diesem Video teste ich mit euch zusammen ganz viele der neuen Essence-Produkte und hier seht ihr schon mal, welcher Look da rausgekommen ist. Also etwas anderes, als ich sonst immer schminke. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. So, ich bin jetzt wieder ungeschminkt und habe so einen kleinen Messy-Dutt. Also bitte nehmt mir das nicht zu übel, aber so ist es einfach am einfachsten, sich zu schminken. Und ich fange jetzt auch mal gleich an. Und zwar nehme ich als erstes diese neue Foundation. Das ist die Camouflage 2-in-1 Make-up und Concealer Foundation. Die hat eben eine sehr hohe Deckkraft, deswegen soll sie sozusagen auch gleichzeitig als Concealer funktionieren. Und soll ziemlich lang anhalten sein. Das einzige Problem bei dieser hier, also die gibt es in drei verschiedenen Farben, ist, dass sie ziemlich nachdunkelt. Also so sieht sie ja ziemlich hell aus, aber sie wird auf jeden Fall dunkel. Und aus dem Grund mache ich jetzt noch so zwei Tropfen von diesem Make-up-Aufheller rein. Ich sehe in der Kamera wirklich ein bisschen fertig aus, also es tut mir leid. Hier seht ihr vielleicht auch schon, dass die in der Zeit auch schon dunkler geworden ist. Also ich hoffe, dass es sich jetzt nicht zu sehr von meiner Hautfarbe abhebt und dass sie dazu passt. Die hat aber wirklich eine hohe Deckkraft, wie man sieht. Und ich werde sie jetzt extra noch etwas mehr auf meinen Hals auch auftragen, damit man diesen Übergang nicht sieht, weil ich denke, dass da auf jeden Fall ein Übergang bei mir entstehen wird. Ich verblende die jetzt einfach mal. Ich habe sie noch gar nicht auf dem Gesicht ausprobiert, eben wie gesagt nur geswatcht. Deswegen bin ich auch ziemlich gespannt, wie sie sich jetzt verhalten wird und ob sie vielleicht doch nicht zu dunkel wird. Ich gehe damit jetzt auch über meine Augen etwas drüber, damit ich das auch schon gleich angepasst habe. Und eigentlich soll die Foundation ja auch schon gleichzeitig als Concealer verwendbar sein. Deswegen gebe ich die jetzt nochmal extra hier unter meinen Augen ein bisschen auf. Mit einem kleineren Pinsel, damit ich da auch rankomme. Ja, und da muss ich sagen, sieht das eigentlich schon ganz gut aus. Also der Übergang ist jetzt ja ein bisschen zu sehen, aber nicht so doll. Und ich hoffe, dass sie jetzt nicht mehr so stark nachdunkelt. Sonst habe ich nämlich ein kleines Problem und dann sieht das Ganze ein bisschen komisch aus. Von der Deckkraft her ist sie ziemlich gut. Also man sieht hier teilweise noch so ein paar Hautunreinheiten durch, so ein paar Pickel oder so. Aber sonst hat sie eigentlich alles ziemlich gut ausgeglichen. Wenn man jetzt noch eine höhere Deckkraft will, muss man noch eine zweite Schicht auftragen. Dann sollte sie auch ganz deckend sein, aber das mache ich jetzt nicht, weil mir das Ergebnis so schon ganz gut gefällt und ich ehrlich gesagt noch nicht so viel Make-up auftragen will. Als nächstes mache ich jetzt mit diesen Contouring Sticks weiter. Die sind ja eigentlich für die Augen gedacht, also zum Highlighten und Konturieren der Augen. Aber ich habe mir eigentlich immer Contouring Sticks fürs Gesicht gewünscht und ich hoffe mal, dass sie auch im Gesicht funktionieren. Deswegen benutze ich die einfach fürs Gesicht. Ich bin mir gerade nur noch nicht so ganz sicher, welche Farbe ich benutzen soll. Ich glaube, ich nehme erstmal die hellere. Ich hoffe, die ist aschig genug. Ja, damit konturiere ich jetzt einfach mein Gesicht und ich bin wirklich gespannt, ob das funktioniert. Ich hoffe es. Ich mache auch nicht erst eine Seite. Wir gehen aufs Ganze, Leute. Wenn das nicht funktioniert, kann ich nochmal anfangen. Ah, die Nase mache ich erst gleich. Das sieht ja so eigentlich schon ganz nett aus. So, jetzt nehme ich hier einen Pinsel und versuche das zu verblenden. Ja, also auf dieser Seite hat das eigentlich ganz gut funktioniert, wie man sieht. Die Kontur ist wirklich nur ganz, ganz dezent. Ich mache es jetzt nochmal auf der anderen Seite, bevor das irgendwie antrocknet oder so. Ja, aber eigentlich hat das ganz gut funktioniert. Also wie man sieht, muss man die Produkte nicht immer für das benutzen, wofür sie eigentlich gemacht worden sind. Jetzt konturiere ich einfach nochmal meine Nase etwas. Auch mit der helleren Farbe. Da brauche ich jetzt aber einen etwas kleineren Pinsel. Schon sieht unsere Nase viel kleiner und süßer aus. Und jetzt ist hier auch noch so eine Highlighting-Seite dran. Die werde ich auf jeden Fall auch noch hier einmal etwas auftragen. Ich benutze zwar nachher noch einen anderen Highlighter, aber erstmal so als Basis kann das ja nie schaden. Vor allen Dingen wisst ihr, dass ich sowieso sehr gerne Highlighter benutze und da kann Highlighter sowieso nie schaden. Das habe ich jetzt erstmal ein bisschen an meine Wangenknochen gegeben, auf meinen Lippenbogen und auch
etwas auf meine Nase. Ja, jetzt haben wir unser Gesicht schon mal ein bisschen konturiert und gehighlightet. Ich finde, das sieht ziemlich natürlich aus. Also ich finde es wirklich, wirklich schön, muss ich sagen. Und jetzt machen wir auf jeden Fall mit den Augenbrauen erstmal weiter. Da verwende ich jetzt als erstes aus dieser Shape and Shadows Palette das Augenbrauenwachs. Einfach um den Augenbrauen erstmal etwas Halt zu geben und sie etwas in Form zu bringen. In der Palette ist auch so eine kleine Bürste drin. Damit kann man seine Augenbrauen dann nachher auch super durchkämmen. Und ihr könnt natürlich auch eure Augenbrauen mit diesen Farben hier machen. Das ist nämlich auch extra eine Augenbrauenpalette. Aber ich benutze jetzt ein anderes Produkt, weil ich das noch ein bisschen interessanter finde. Das ist nämlich dieses Make Me Brow Duo. Das ist extra für die Augenbrauen und da habt ihr immer zwei verschiedene Farben drin. Also es gibt insgesamt zwei Nuancen mit jeweils zwei Farben. Das ist jetzt die dunklere Variante. Da habt ihr einmal so ein ja, kühles, dunkles Braun und ein leicht warmes, etwas helleres Braun. Damit werde ich jetzt meine Augenbrauen nachziehen. Und es gibt auch einen neuen Augenbrauenpinsel von Essence. Das ist der Eyebrow Brush, also ja, Augenbrauenpinsel. Und wie ihr seht, hat der ein anderes Design als die vorherigen Pinsel. Weil Essence jetzt das Design von den Pinseln nochmal komplett umstellt. Also das wird so ähnlich wie dieses hier aussehen. Wenn ihr also eure alte Pinselkollektion von Essence noch vervollständigen wollt mit dem alten Muster, dann solltet ihr euch beeilen, weil jetzt ein neues kommt. Aber das hier finde ich auch wirklich sehr schön. Das ist so eher so ein Indie-Azteken-Muster. Aber ja, ich fange jetzt mit den Augenbrauen an und dann nehme ich als erstes die hellere Farbe. Das würde ich übrigens immer empfehlen, erstmal ja, eine hellere Farbe zu benutzen, damit man nicht gleich so dunkle Augenbrauen hat. Ich benutze jetzt aber den Spiegel aus dieser Palette, also nicht wundern, dass ich jetzt hier so hingucke. Das finde ich schon ziemlich praktisch, dass hier so ein kleiner Spiegel drin ist. Den kann man nämlich dann immer einfach mitnehmen. Und wie man sieht, ist das Augenbrauenpuder auch richtig gut pigmentiert. Damit kann man also wirklich sehr gut die Augenbrauen ausfüllen und nachziehen. So, jetzt muss ich das hier vorne noch ein bisschen verblenden. Dazu benutze ich mal diesen kleinen Spoolie hier. Hier seht ihr schon mal den Unterschied wirklich, was Augenbrauen so bringen. Deswegen mache ich gleich mal die zweite Seite. Und jetzt werde ich noch die dunklere Farbe nehmen und die gebe ich dann etwas nach außen und hier unten noch etwas hin, damit die Augenbraue einfach noch etwas mehr Dimension bekommt sozusagen und dadurch wird sie natürlich auch noch etwas definierter. Also wie ihr seht, sind meine Augenbrauen auf jeden Fall dunkler als sonst, aber das finde ich gar nicht so schlimm und schließlich wollte ich das ja auch mal ausprobieren. Und jetzt machen wir auch mit den Augen weiter. Da werde ich jetzt als erstes diese neue Eyeshadow Base benutzen. Das ist die Long Lasting Brightening and Flawless Finish Eyeshadow Base. Die ist so ein bisschen rosa, deswegen hält sie euer Auge schon etwas auf und lässt es etwas wacher erscheinen, auch wenn ihr gar keinen Lidschatten drauf macht. Danach benutze ich das Contouring Eyeshadow Set in der Farbe 01 Mauve Meets Marshmallows. Und da benutze ich als erstes den hellen, cremefarbenen Ton, einfach um den auf mein gesamtes Augenlid zu geben, bis zur Augenbraue nach oben, damit ich erstmal die Lidschattenbase etwas sette. Und das mache ich auch dafür, damit ich die Lidschatten, die ich gleich auftrage, noch besser verblenden kann. Als nächstes benutze ich dann diesen Taubton aus der Palette. Und den gebe ich hier einfach in meine Lidfalte. Das mache ich auch so ein bisschen, ja, messy-mäßig. Also ich gehe da wirklich so ein bisschen zur Seite und etwas, ja, verrauchter nach außen. Jetzt haben wir hier so ein bisschen Fallout, wie man sieht. Das mache ich einfach mit meinem Puderpinsel weg. Und jetzt haben wir hier schon mal so eine richtig schöne Basisfarbe. Jetzt werde ich aber mal etwas anderes als sonst machen. Sonst würde ich jetzt mir irgendwelche schimmernden Nude-Töne aussuchen. Aber es gibt eine richtig coole Lidschattenreihe von Essence. Und zwar die The Metals-Reihe. Die gab es schon mal so ähnlich. Aber die Textur wurde jetzt komplett neu überarbeitet, sodass sie wirklich super pigmentiert sind. Mega weich und einfach richtig schön aussehen. Und da habe ich mir jetzt so einen dunkelgrauen Ton ausgesucht, der einen schönen blauen Schimmer da drin hat. Also so ein bisschen bläulich, Jeansfarben, so ein bisschen Denim-Style mäßig. Und das ist die Farbe 08 Rockin' Glamour. Und die werde ich jetzt einfach auf mein bewegliches Lid auftragen und so ein bisschen nach außen hin verblenden, damit es so richtig schön, ja, smoky aussieht. Und wie ihr seht, haben wir wieder ein bisschen Fallout, aber das ist ja kein Problem für uns. Das wischen wir einfach weg.
Wenn das Fallout zu stark wird, könnt ihr am Ende auch nochmal Concealer draufgeben. Oder am einfachsten ist es einfach, das Augen-Make-up am Anfang zu machen und nicht am Ende oder nach dem Make-up. Jetzt nehme ich nochmal den Pinsel von vorhin und verblende das etwas, weil ich den nicht zu weit in die Lidfalte haben will. Dadurch verblenden wir jetzt natürlich auch den blauen Lidschatten ziemlich. Und der Effekt lässt etwas nach, aber wir werden das einfach gleich nochmal wiederholen, diese Schritte. Und den blauen Lidschatten dadurch wieder etwas intensivieren. Und dann haben wir wirklich einen richtig schönen Verlauf da drinne. Also wie man sieht, ist der Schimmer von dem blauen Lidschatten jetzt ziemlich weg. Und jetzt trage ich ihn einfach nochmal auf. Verblende das wieder ein bisschen. Und das könnt ihr einfach so lange machen, bis euch das Ergebnis gefällt. So finde ich das jetzt eigentlich ganz schön. Und deswegen mache ich das gleiche eigentlich nur nochmal am unteren Wimpernkranz. Also da gebe ich erst den taubfarbenen Ton hin und dann gebe ich hier noch etwas von dem bläulichen Ton hin. Und genau das gleiche wiederhole ich jetzt auch noch am anderen Auge. Also wie ihr seht, habe ich das Auge jetzt komplett fertig und hier habe ich schon Mascara und einen Eyeliner gezogen. Und das machen wir jetzt nochmal zusammen auf diesem Auge. Da habe ich auch zwei neue Produkte verwendet und zwar den Super Precise Eyeliner von Essence. Der soll langanhaltend und wasserfest sein und hat wirklich eine richtig präzise Spitze. Und dann habe ich die neue Mascara benutzt, das ist die The Fall Lashes Mascara Extreme Volume und Curl. Ja, jetzt mache ich nochmal den Eyeliner mit euch zusammen und ich habe ein bisschen Angst davor, das vor der Kamera zu machen. Vor allem, weil ich sonst nicht solche flüssigen Eyeliner benutze, sondern wie ihr in meinem Eyeliner-Video gesehen habt, das verlinke ich euch auch nochmal. Sonst benutze ich eben immer Filzstift-Eyeliner und deswegen ist das immer so eine kleine Umstellung. Aber ja, das kriegen wir schon hin, das habe ich da ja auch hinbekommen. Also das sieht ja schon mal ganz gut aus. Und jetzt benutze ich nochmal diese Mascara. Und die finde ich eigentlich auch ganz gut, weil die wirklich so ein richtiges Volumen gibt. So, und um den Look noch etwas dunkler zu machen, benutze ich jetzt noch diesen Extreme Lasting Eye Pencil Easy Glide and Waterproof in 01 Black Love. Und die sind wirklich richtig gut. Also auf dem Event haben wir die schon ausprobiert und die sind super cremig. Und wenn man sie einmal verblendet hat und wenn sie einmal getrocknet sind, halten die super lange auch auf der Wasserlinie. Und ich habe jetzt einen schwarzen ausgesucht, weil ich den Look ja etwas smoky gestalten will. Es gibt aber zum Beispiel auch einen cremefarbenen Ton, der macht sich natürlich auch super auf der Wasserlinie. Zum Beispiel, wenn man seinen Look optisch etwas öffnen will. So, jetzt sind wir mit den Augen fertig und jetzt mache ich noch etwas mit dem Gesicht weiter. Und zwar gibt es einen neuen Matte Touch Blush von Essence in der Farbe 30 Rose Me Up. Und der ist so ein bisschen bronzy-mäßig und matt und deswegen werde ich damit mein Gesicht jetzt nicht ganz konturieren, aber so ein bisschen, ja, bronzen und einfach ein bisschen aufwärmen. Okay, auf dem Gesicht sieht der doch blushiger aus, als ich erwartet habe. Also, ja, ist vielleicht keine so gute Idee gewesen, aber das machen wir jetzt einfach trotzdem weiter. Hier oben trage ich den jetzt auch noch etwas auf. Als nächstes gibt es auch noch diesen Strobing Highlighter. Auf dem Swatch war ich nicht so überzeugt davon. Das habt ihr vielleicht schon in meinem Blogpost gelesen. Aber ich werde ihm jetzt nochmal eine Chance auf dem Gesicht geben, weil das oft der Fall ist, dass der Swatch nicht so gut aussieht, wie er wirklich im Gesicht aussieht. Also hoffe ich, dass er jetzt vielleicht etwas mehr zu sehen ist. Ja, aber ich glaube, dass der wirklich nicht so für mich geeignet ist, weil ich ja eher einen ziemlich starken Glow anstrebe und der dafür definitiv nicht geeignet ist, wie man sieht. Also ich habe jetzt eher so einen dezenten Glow, aber nichts wirklich Starkes. Und ich glaube, wenn ich den jetzt schichte, dann passiert da auch nicht mehr so viel. Aber trotzdem finde ich, dass der eigentlich ganz schön aussieht, weil der so ein bisschen peachy ist und ein bisschen warm. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ich benutze jetzt aber trotzdem noch die Light Up Your Face Luminizer Palette, weil die ja auch neu ist. Und da ist nämlich ein Ton drin, der etwas vielversprechender aussieht. Und zwar der in der Mitte. Das ist ein etwas kühleres Highlight. Aber leider sind hier so kleine Glitzerpartikelchen drin. Aber ich hoffe, dass man die auf dem Gesicht dann nicht mehr sehen wird. Also man kann ihn auf jeden Fall mehr sehen als den anderen und besser schichten. Ja, man sieht die Glitzerpartikel, wenn man jetzt ganz nah rangeht, aber sonst stören die mich eigentlich nicht so. Wenn man nicht drauf achtet, sieht man das ja sowieso nicht. Deswegen benutze ich den jetzt einfach nochmal auf der anderen Seite.
und noch etwas an meinem Lippenbogen. Und dann trage ich den auch nochmal in meinem Augeninnenwinkel auf, um auch etwas wacher auszusehen. Jetzt sind wir fast fertig. Es fehlt nur noch der Lippenstift. Und da benutze ich jetzt einen der Mad 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 Lippenstifte, weil die euch sehr interessiert haben. Und mich interessieren die auch sehr. Ich finde sie nämlich wirklich auf den ersten Eindruck wirklich gut. Das ist jetzt die Farbe 02. Das ist einfach ein neutraler Nude-Ton. Ja, und so sieht jetzt das fertige Make-up aus. Es ist also mal ein bisschen was anderes geworden als sonst mit diesem Blau und diesem bisschen smoky-mäßigen Schimmer da drin. Ich finde ihn aber richtig gut. Aber wenn ich mich jetzt nochmal anschaue, sehe ich, dass die Foundation hier schon etwas abgegangen ist und sich teilweise schon etwas, ja, einfach abgesetzt hat. Und an den Stellen, wo ich zum Beispiel den Fallout weggemacht habe, ist sie auch nicht mehr ganz da gewesen. Ich habe sie jetzt aber auch nicht mit einem Puder gesettet oder fixiert. Das kann also auch daran liegen. Aber von der Foundation bin ich bis jetzt noch nicht so überzeugt. Dafür finde ich den Lidschatten wirklich richtig toll. Also die gesamte The Metals-Reihe finde ich super. Und den Lippenstift mag ich auch sehr gerne. Ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und dass euch auch dieses Format gefällt, wenn ich etwas live mit euch zusammen teste. Wenn ja, dann schreibt es doch mal in die Kommentare oder gebt dem Video einen Daumen hoch. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss! That it feels right.